So, wie sieht es jetzt mit unserer Bevölkerungsbilanz aus? Okay, Qualifizierte werden langsam ausgeglichen, ne? Alter, warum ist Freizeit? Warum wird das eigentlich nicht gezahlt? Wir haben hier überall gute Freizeitversorgung, aber irgendwie wird es nicht gezahlt. Und wir brauchen mal ein bisschen mehr Industrie. Wir haben hier viel zu viel Hightech-Industrie, sehe ich gerade. Wir brauchen auf jeden Fall Abfallverwertung, Wasser, Landwirtschaft. Okay, Landwirtschaft haben wir ja jetzt nicht das Problem, das können wir ja hier bauen. Das ist jetzt nicht so das Drama. Jetzt muss ich mal schauen. Ich könnte eigentlich mal ein bisschen für Landwirtschaft sorgen, ne? Aber dann brauche ich wieder ungelernte Arbeiter. Schauen wir mal. Ich kann ja hier mal das Gebiet erstmal nutzen. Das mache ich aber lieber mit normalen Straßen. Da kann ich sie wenigstens kurvig bauen. An der Autobahn entlang. Die Frage ist das zu groß, das Feld? Das kann gut jetzt noch knapp zu groß sein hier. Schauen wir mal, ob das was wird. Ich glaube, ja, ist zu groß, schade. Aber ich kann es vermutlich auch nicht teilen, ne? Weil es dann zu klein ist. Feld zu klein, ja. Ist jetzt blöd. Ne, doch, geht. Aber nicht so. Ich würde es gerne ein bisschen. Hallo, darf ich? So 90%. Jetzt, wenn ich Glück habe, kann ich daneben noch eins hin platzieren. Schauen wir mal. Ja, klappt noch super. Sind zwar jetzt relativ klein, die Dinger, aber naja. Macht ja nichts. Jetzt ist die Frage, wie baue ich hier dann. Wie baue ich das drüber hier? Ich müsste irgendwie eine Brücke über die Autobahn bauen. Oder ich baue hier eine Straße lang. Moment. Ach, das ist ja unsere ästhetische Abfahrt da, die gar nicht so ästhetisch ist. Ich kann ja mal so eine Modbrücke nutzen, wenn man das möchte. Wenn man das möchte, ist auch toll. Die Frage ist, wie breit ist eigentlich die so eine einspurige Straße? Danke für dieses Brückentutorial, das habe ich schon 30 Mal gesehen jetzt. Die finde ich cool hier. Die ist cool, die Brücke. Aber die kann ich ja mal über irgendeinen Fluss bauen, weil das ist eine größere Straße. Das ist jetzt nicht so. Das wäre eine mögliche. Also 15 Meter ist die normale, 10 Meter ist die kleine, ne? Ja. Da habe ich auch so eine Brücke, so eine Art Aquädukt oder sowas. 15 Meter ist also das Normale. Das hier wäre auch eine mögliche, aber die sieht recht scheiße aus. Das ist aber eine beleuchtete Brücke, ne? Glaube ich. Die ist recht modern auf jeden Fall. Das ist die hier, die ist auch eine Einspurige. Die sieht aber ganz gut aus. Ich glaube, die nehme ich auch mal hier. Über die Autobahn drüber. Wobei das jetzt ein bisschen übertrieben von der Brückenlänge wirkt, ne? Muss ich mal sagen. Mache ich erstmal hier noch so ein Stückchen normale Straße, weil ich will die Brücke irgendwie nicht 3 Kilometer lang haben. Das sieht auch ein bisschen komisch aus. So, bauen wir die mal drüber hier. Führt jetzt hier rauf, aber ein bisschen schmaler. Die darf ja ruhig ein bisschen. Ja, das Problem ist halt, dass sich jetzt hier wieder so ein Ding bildet. Deswegen mache ich das mal kurz anders. Jetzt bildet sich wieder so ein Pfosten, der hier die mitten auf der Autobahn steht. Das will ich immer nicht haben, weil es ein bisschen komisch aussieht. Ist zwar jetzt verkehrstechnisch beeinflusst, das zwar nichts, aber es sieht einfach scheiße aus, wenn da ein Pfosten mitten auf der Autobahn steht. Ist vermutlich auch nicht sonderlich gesund, wenn man mitten auf der Autobahn auf einem Pfosten drauf fährt. Insofern, ach komm. Mache ich das halt so. Wenn mich das Spiel anderweitig nicht lässt. Hier, so wäre es natürlich auch gut möglich. So würde ich das gern bauen. Allerdings fürchte ich jetzt, wenn ich das runterführe, wird sich wieder. Nee, nicht? Okay, es bildet sich doch kein neuer Pfosten. Dann passt es ja so. Dann haben wir hier schön eine Brücke über der Autobahn. Die sieht auch eigentlich ganz gut aus mit. Holy shit, ist die hell! Alter, was ist denn das für eine Disco-Brücke hier? Na gut, eine Disco-Brücke wäre es jetzt nicht, da müsste sie ja blinken. Weil das ja auch irgendwie mal episch wäre, das wäre voll sehr sicher. Das lenkt überhaupt nicht ab, wenn so eine Brücke plötzlich blinkt. Das ist überhaupt nicht unrealistisch, ne? Dann bauen wir hier mal so eine Landstraße noch lang am Berg entlang ein bisschen. Die führe ich jetzt mal nur bis hierhin. Geht hier? Habe ich den Tunnel hier abgerissen?
Den habe ich abgerissen, ne? Warum? Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Hatte das einen Grund, warum ich den abge... Nee, der ist noch da, der wird nur nicht angezeigt. Hä? Wo ist denn jetzt hier der Tunneleingang hin? Baue ich die mal nochmal kurz. Dann ist auch der Eingang wieder da. Ich weiß nicht, wo der Tunneleingang jetzt hin ist. Habe ich jetzt keine Ahnung, muss ich sagen. Ich baue jetzt mal hier dann die Abzweigung weg praktisch. Geht dann hier unten auch in den Tunnel rein. Oder vielleicht auch in die Brücke, mal schauen. Wir haben ja hier noch diese da. Die würde sogar teilweise Tunnel, teilweise Brücke ergeben. Das sieht doch eigentlich auch ganz gut aus, oder? Ja, doch, sieht ganz gut aus hier, die Brücke und dann ab mit dem Tunnel für die Straße. Sieht ganz gut aus hier am Berg hoch, ne? Gefällt mir. Ist zwar jetzt beleuchtet, was für eine Landstraße eigentlich Schwachsinn ist, aber nein, macht ja nichts. Haben wir das hier so, dann kann ja hier die Allee ran, die in die Stadt führt. Weil die will ich auf jeden Fall daran haben. Bis hinten. Die führt jetzt mal hier ran. Das ist dann die, eine Schnellstraße in die Stadt rein. Verteilt sich ja dann hier ein bisschen, hoffe ich. Schauen wir mal. Und da kann ich hier noch ein paar... Moment mal. Jetzt muss ich nur schauen. Wo waren das mit den Ressourcen hier? Landwirtschaft, Nutzland. Ach ja, da habe ich ja hier erstmal Nutzland, ne? Okay, dann kann ich jetzt hier theoretisch Nutzland machen. Das will ich aber gar nicht. Ich würde nämlich dann gerne hier oben eher das Nutzland nutzen. Nutzland nutzen ist auch gut. Hier kann ich ja auch um den Flughafen rum noch ein bisschen was machen. Ach ja, hier ist ja das Lebensumfeld auch extrem schlecht. Und qualifizierte Arbeitskräfte fehlen. Das ist auch ein bisschen blöd. Kann ich jetzt aber auch nicht ändern. Hier kann ich auf jeden Fall noch ein paar von den Farmen bauen. Wenn ich da raus darf. Ja, mache ich so, genau. Hier kann ich noch ein paar von denen bauen. Die können ja hier bis an den Stadtrand gehen. Das ist ja kein Problem. Können sich dann ja hier an die Stadt anschließen praktisch. Muss ich halt schauen, dass ich hier das ein bisschen abgrenze. Die können sich ja dann erstmal bis hier so ein bisschen an den Stadtrand schmiegen, die Farmen praktisch. Das umgibt dann einfach die Stadt ein bisschen hier noch rum. Sollte auch dann funktionieren. Zumindest in der Theorie. Und da wir ja genau wissen, dass die Theorie meistens nicht mit der Praxis übereinstimmt, wird das vermutlich wieder nicht funktionieren. Ich kenne das ja. So, jetzt ist die Frage, das wird zu groß sein hier, aber wenn ich das unterteile, wird es vermutlich zu klein. Mache ich das ein bisschen anders vielleicht? Kann ich hier das Stückchen vielleicht ein bisschen enger hier ranführen, dass ich hier noch ein bisschen mehr rüberkomme? Genau so. Dann müsste das eigentlich passen. Schauen wir mal. Wenn nicht, muss ich das hier noch ein bisschen nach hier ziehen, wenn es nicht funktioniert. Auf jeden Fall sollten wir dann erstmal genügend Landwirtschaft haben, wenn wir das jetzt ausgefüllt haben. Zumindest mal für einen Teil. Für ein Weilchen praktisch. Artikulieren ist schon wieder schwierig heute. Merke ich. Oh Gott, nee, so nicht. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Das wird jetzt zu klein sein, ja. Wusste ich's doch. Scheiße. Wie mache ich das jetzt? Muss ich hier wohl oder übel das Gebiet hier ein bisschen anders bauen? Moment. Muss das ein bisschen weiter raus und dann hier praktisch so ran. Dann wird das hier noch ein bisschen weitergeführt. Hier die Straße geht dann halt noch ein bisschen hier rum, dass wir hier noch ein paar Farmen hinklatschen. Bei Bedarf, jetzt muss ich erstmal schauen, ich will ja auch nicht wieder übertreiben mit den Farmen, weil die brauchen ja auch in irgendeiner Form dann Arbeiter. Deswegen möchte ich das ein bisschen ausgleichen jetzt, dass wir hier mal nur so viele Farmen haben, wie wir auch wirklich brauchen. Und nicht wieder 3 Millionen Überschuss hier. Ist ja auch nicht so das Sinn der Sache. So, hallo Autospeichern. Warum auch immer du schon wieder speicherst. So, hier geht's... Alter! Troll mich doch, Spiel! So, ich muss das hier, glaube ich, einfach nur gut abgrenzen. Oder auch nicht. Warum geht es denn nicht? Gebietszuweisung zu klein, you don't say.
Ist mir auch klar, dass die so klein ist. Jetzt fange ich mal hier in der Mitte und vielleicht geht's dann. Nein, backt immer noch. Okay, wie mache ich das denn jetzt? Das kann ich ja nicht. Geht das hier vielleicht so? Ah, so geht's gut. Ist ein bisschen buggy, ne? Muss ich halt hier anfangen. Hallo? Fällt zu klein. Ah! Damn it! Wie mache ich denn das jetzt? Ich meine, dass das. Muss ich das nochmal neu bauen? Tut mir leid. Tut mir leid, liebe Bauern. Ihr habt euch gerade aufgebaut, aber. Tja. Schicksal, ne? Ja, das ist immer ein bisschen blöd, weil ich so die Augen gewundert habe, die Felder so klein zu bauen, scheinbar. Tja. Müssen halt ein paar Bauern mal wieder dran glauben. Beziehungsweise ihre Höfe, nicht die Bauern selber. Das wäre jetzt irgendwie ein bisschen creepy. So. Hier, hier und hier. Geht doch, warum nicht gleich so? Das wird jetzt vermutlich zu groß werden, oder? Nee, geht. Backt nicht mal. Cool. Bin ich ja begeistert, wenn das nicht backt. Ja, das backt jetzt aber. Das wollte ich jetzt aber nicht. Muss ich halt wieder mal über Umwege bauen. Man muss das immer markieren, diese Straße hier in der Mitte. Dann kann man das auch bauen. Das finde ich, ist halt ein Trick, den muss man halt wissen, ne? Weil man den, also beziehungsweise ist ja kein Trick, ist eigentlich nur Bugbeseitigung. So, hier kann ich mal ein bisschen Wald bauen. Dass wir hier ein bisschen Grünzeugs haben. Wobei überall Wälder eigentlich auch scheiße aussieht, ne? Nein! Nein, die Straße wollte ich jetzt nicht löschen. Tut mir leid. Ich glaube, die Bahnlinie wird jetzt einfach mal ein bisschen hier mit... mit Wiesen hier und so. Alter, meine Artikulationsfähigkeit ist heute wieder toll. So, haben wir jetzt, glaube ich, ziemlich perfekt gelöst gerade. Das passt mir. Muss ich zumindest nicht wieder rum... Sonst hätte ich jetzt das Ding hier neu machen müssen, das Feld. Aber da habe ich jetzt auch nicht viel Bock zu. Aus verständlichen Gründen vielleicht. Haben wir mal hier ein paar Wiesen, ne? Oder habe ich da irgendwas mit Büschen? Vielleicht? Muss ich aber das ausschalten, weil sonst geht's nicht. Weil da nämlich nicht alle Naturblasers reingesortiert werden. Die beim Spiel schon dabei waren zum Beispiel nicht. Sondern nur die Mod-Blasers praktisch. Das ist jetzt eine ziemliche Fummelarbeit, weil das halt so eine Original-Blaser ist, die nicht viele... Ach, das ist ebenfalls zu viel des Guten eigentlich schon fast. Das kann ich hier so als Ausläufer praktisch bauen, weil hier ein paar niedrigere... Ja, das sieht komisch aus. Ich würde hier einfach gerne Wiese mit ein paar Büschen haben. Gibt's sowas? Das ist wieder mal Wald. Es gibt eine Wiese, ja, das ist die vom Spiel schon drin, ohne Bäume einfach, aber das ist nicht unbedingt Sinn der Sache. Das habe ich jetzt auch nicht gesucht. Aber scheinbar gibt's ja tatsächlich dann nur Wiesen. Okay. Bauen wir halt Wiesen. Wenn das Spiel mich nicht lässt, muss ich mich dem Spiel anpassen. So läuft der Hase hier. Oh. Hab ich das jetzt... Ja, das ist jetzt ein bisschen ungeplant gewesen. Ich wollte ja eigentlich nicht unbedingt jetzt diesen... Ach, Mann. Ich will nicht diesen Tunnel hier komplett verunstalten. Kann ich den Tunnel vielleicht ausklammern hier oder so? Wäre sehr freundlich, aber irgendwie darf ich das nicht scheinbar. Wenn ich das hier so baue, vielleicht. Kann ich das vielleicht dann beeinflussen, dass der Tunnel nicht mit drin ist? Sieht nicht so aus, das wird vermutlich jetzt nicht gehen. Kann ich vielleicht... Moment. Das war jetzt vermutlich ziemlich doof, was ich da gemacht habe, aber ich will nur was probieren. So will ich es halt haben, ne? Aber jetzt ist das Blöde, dass ich hier durch muss. Und ich das trotzdem nicht so machen kann. Ha! Arg! Help! Ich muss mir da was überlegen. Vielleicht gibt es irgendwo einen Punkt, einen Millimeter, wo ich das doch so bauen kann, wie ich das möchte. Ist halt jetzt ein bisschen doof, ne? Weil das immer so ein bisschen, naja, eigenwillig ist hier das System. Hier kann ich auf jeden Fall mal die Wiese wieder setzen.
Aber hier will ich halt einfach nicht diesen Tunnel blockieren. Das ist doof.